Die Mission 5 Siege in Folge beginnt für die Roten Teufel mit einem Hallo von Duisburg. FCK-Torwart Matteo Raab macht das, was er am besten kann und das mag sein Trainer besonders gern. Marco Antwerpen ändert für Duisburg nichts. Er lässt seine Erfolgself ran, das heißt Kapitän John Zimmer, auf der Bank. Man spürt Lauterns Selbstbewusstsein nach dieser Siegesserie, doch zwingend werden die Pfälzer erst einmal nicht. 17. Minute, Mike Wunderlich. Der Edeltechniker für Lautern muss noch ein bisschen justieren. 1500 FCK-Fans wollen dabei sein und den 5. Sieg in Folge lautstark begleiten. Es regnet an der Wedau. Fritz Walter Wetter, kein schlechtes Omen für die Lauterer. Doch Duisburg mit neuem Trainer, mit neuem Elan und mit Frei. Marlon Frei, eine gute Idee, bei dem nassen Boden abzuziehen. Frei spielte vor 5 Jahren mal für den FCK. Mit einem Sieg könnte der FCK auf den 3. Rang klettern. Das sollte motivieren. Ritter, ein klasse Pass und Zuck. Hendrik Zuck, eine tolle Ballannahme bei diesem Boden. Das Resultat, zu wenig. Diesen Ball muss er reinmachen. Er bekommt Rückenlage drüber. Aber Lautern nähert sich an 13 Tore in den letzten 4 Spielen. Trainer Antwerpen kann nach den ersten 20 Minuten eigentlich zufrieden sein. Freistoß Wunderlich. Winkler versucht es. Der FCK hat mittlerweile mehr Vorwärtsgang als Duisburg. Was fehlt, sind Treffer. Die Fans der Lauterer sind bereit. Sie hüpfen sich warm für den ultimativen Torjubel in Duisburg. Wieder Freistoß, wieder Wunderlich. Es ist die 44. Minute und der MSV bekommt den Ball nicht weg. Und Tomjak, Lauterns torgefährlicher Verteidiger, sagt artig Danke, schlägt wieder zu im Kuddelmuddel an der Wedau. Klingenburg behält die Übersicht und Tomjak steht auf einmal blank, sein 2. Saisontor. Die Führung in Duisburg, damit steht Lautern auf Rang 3 in der Blitztabelle vor den Saarbrückern. Und die Fans, die wissen das und ihre Betriebstemperatur steigt immer mehr. Lautern führt verdient in Duisburg zur Halbzeit. Und vom Gastgeber kommt eigentlich zu wenig. Matteo Raab, Mr. Saubermann, bleibt ohne Gegentor. Er ist bislang nicht groß gefordert. Doch auch Duisburg hüpft auf einmal. Und die Gastgeber machen auf einmal mehr. Pusch versucht es, Kolja Pusch. Ein Strahl, Raab nicht dran an diesem Ball, ein knappes Ding, durchatmen für Lautern. Trainer Antwerpen wirkt nervös, spürt, sein Team verliert an Linie. Auf einmal geht vorn nicht mehr so viel, vielleicht ja eine Einzelaktion durch Mike Wunderlich. Gut eine Stunde gespielt in Duisburg. Und der MSV macht Druck und Hercher, was macht Hercher? Schlecht verteidigen, Bakir auf Frei. Und Raab, da ist er, der lautere Rekordspieler, bleibt sauber. Ein toller Reflex, Raab hält die Null. Aber der Torwart, der Lauterer, bleibt im Fokus der Duisburger Fälscher. Und wieder Raab, ein erster Wackler, ein kleiner Wackler, nicht entscheidend. Antwerpen hat solche Spiele, die kippen, einfach schon zu oft gesehen mit Lautern. Jetzt will Duisburg den Ausgleich und hätte ihn auch verdient zu diesem Zeitpunkt. Kolja Pusch, knapp Lauterns 5. Sieg in Folge, ist in Gefahr. Und Antwerpen nimmt Zeit von der Uhr. 71. Minute bringt Redondo für Klingenburg, ein schneller Spieler für die Schlussminuten. Die 82. Der MSV drängt. Pusch, Frei und der Ball, er kullert ins Tor. Da ist er, der Ausgleich. Nach 615 Minuten ist Raab geschlagen, nach 5 Spielen ohne Gegentor. Das 1:1 aufgrund der Chancen verdient für die Gastgeber. Der Treffer hatte sich angekündigt, aber es ist ein Eigentor von Lauterns Mike Wunderlich. Der FCK wehrt sich. Redondo und Weinkauf. Die Pfälzer wieder nah dran an der erneuten Führung.
Eine Schrecksekunde in der 86. Minute. Lauterns Felix Götze liegt auf einmal benommen am Boden. Sanitäter, ein Notarzt kümmern sich um den Spieler. In Slow-Mo sieht man, wie er mit Duisburgs Fälscher zusammen prallt und zusammen sackt. Gegen Berlin Mitte Juli hatte sich Götze auch schwer am Kopf verletzt, musste 5 Wochen pausieren. In der Kabine ist er aber ansprechbar, wird mit Infusionen versorgt. Später ist er ins Krankenhaus gefahren, um alles zu checken. Mehr kann man im Moment noch nicht sagen, nur so viel. Viel Glück, Felix Götze. Die gelb-rote Karte von FCK-Stürmer Daniel Hanslik in der Nachspielzeit ist dann nur noch was für die Statistik. Lauterns Siegesserie reißt, Platz 7 bleibt. Die Pfälzer sind klar besser in Halbzeit 1, verlieren später den Faden und Duisburg belohnt sich mit dem Ausgleichstreffer. Die Gedanken bei den FCK-Profis sind an diesem Abend aber ganz klar bei dem verletzten Felix Götze.